In diesem Video geht es darum, warum du nicht auf Zahlen kommst und die Neukundenanzahlen in einem Monat generieren kannst im Außendienst, im Vertrieb, die du dir die ganze Zeit wünschst. Ja, immer wieder spreche ich mit unseren Coaching-Teilnehmern, die sehr, sehr gute, hervorragende Ergebnisse haben. Und diese haben sie natürlich erlangt, indem sie einmal ihr Skillset durch unsere Techniken aufgewertet haben, aber auch natürlich ihr Mindset verändert haben. In diesem Video geht es einmal um die Punkte, die du brauchst oder die dich blockieren, um so die hohen Zahlen zu schreiben und die ich immer wieder sehe, die unsere Coaching-Teilnehmer haben. Und damit bist du mit diesen Punkten, die ich jetzt hier in diesem Video aufzähle, nicht alleine oder es ist etwas, was nur bei dir ist und bei keinem anderen, sondern das sind immer wieder gängige Sachen, die im Vertrieb, vor allem im Außendienst, im Door-to-Door einfach die Menschen beschäftigen und daran hindern, auf große Neuzahlen Kunden einfach zu kommen im Monat und damit auch einen sehr, sehr guten Verdienst, einen großen Scheck zu bekommen. So, die ersten Punkte sind natürlich ja die Angst vor der Ablehnung. Ja, ich meine, wer kennt es nicht, die Angst vor der Ablehnung oder auch die Angst, das erste Mal an der Haustür zu klingeln? Denn viele unterschätzen das, weil wenn man sich jetzt so vorstellt, zum Beispiel für jemanden, der jetzt dieses Video schaut, der noch nie an der Haustür war, so, dann geh doch einfach dahin und klingel. Aber es ist was ganz, ganz anderes, wenn du wirklich da stehst und du weißt jetzt, du klingelst jetzt bei einer fremden Person das erste Mal und du musst gleich was sagen, also du musst gleich einen Pitch oder irgendwas sagen und dann kommt danach natürlich die Angst vor der Ablehnung. Also das heißt, oh, was ist, wenn die Person unfreundlich reagiert? Was ist, wenn sie mir die Tür vor der Nase zuschlägt? Was ist, wenn XY passiert? Klar ist die Angst vor der Ablehnung eine der größten und wichtigsten Ängste, die wir haben, weil wenn man es aus der Steinzeit wieder vergleicht, war unser Überleben gefährdet, wenn wir nicht in der Gruppe waren, weil es hieß einfach, dass wir keinen Schutz hatten und den Witterungen, den gefährlichen Umständen ausgesetzt waren. Heutzutage kann die Angst vor der Ablehnung natürlich auch gefährlich sein, wenn man sozial vereinsamt, was auch immer. Aber die Angst vor der Ablehnung ist etwas ziemlich Veraltetes. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, die Ängste vor der Ablehnung, die du in der Vergangenheit hattest, haben nicht wirklich über Erfolg oder Misserfolg entschieden, sondern sie haben dich einfach nur blockiert, haben dafür gesorgt, dass du nicht gehandelt hast und somit garantiert Misserfolg hattest. Hättest du trotz der Angst vor der Ablehnung gehandelt, hättest du wenigstens eine 50% Chance einfach auf Erfolg gehabt. Deswegen denk darüber nach und ich kann dir sagen, wenn du die Angst vor der Ablehnung, was man mit ganz einfachen Techniken überwinden kann, überwindest, dann kommst du in richtig, richtig gutes Schreiben rein und das ist der riesen Gamechanger. Der nächste Punkt ist eine fehlende Motivation, denn viele glauben, sie müssen sich jetzt irgendwelche YouTube-Videos anschauen, um so richtig motiviert zu sein. Sie brauchen irgendwie einen äußeren Faktor, irgendwie, keine Ahnung was, eine gute Fee muss kommen oder eine Wunderpille muss genommen werden und auf einmal sind sie so motiviert, um Höchstleistungen zu erreichen. Und sie fragen sich dann die ganze Zeit, ja, wo ist denn dieser eine ausschlaggebende Punkt? Wann kommt denn endlich die Motivation, dass ich endlich mal das Geld verdiene, was ich will? Und ich kann dir sagen, Motivation entsteht nicht, dass sie von außen irgendwie kommt oder durch irgendwie einen heiligen Gral. Es kann mal natürlich sein, dass man motiviert ist, wenn man auch mal auf einem Seminar war oder so. Aber die hält nur ganz kurz an. Die richtige Motivation, die passiert ist, wenn du intrinsisch motiviert bist. Und aber zusätzlich auch ist Motivation etwas, was entsteht, indem du es tust. Also ganz oft höre ich von Leuten, oh, ich hatte eigentlich heute keinen Bock, ich habe mich dann aber dazu gezwungen oder diszipliniert, trotzdem aufzustehen. Und nachdem ich an der ersten Tür war, hatte ich wieder voll Bock und dann war wieder alles super. Und es geht nicht darum, dass du motiviert einen Tag startest und jeden Morgen aufstehst und positiv gelaunt bist und voll happy, chaka, chaka, sondern es geht darum, dass du den Tag startest und an die Tür gehst und das, was du dir am Tag davor vorgenommen hast, auch wirklich durchziehst, ob du Bock hast oder nicht. Denn die Motivation kommt immer erst im Tun. So, und wirklich Elite-Verkäufer, High-Performer machen ihren Erfolg nicht von ihrer Motivation abhängig, sondern machen ihn abhängig von ihrer Disziplin, um es einfach umzusetzen. Und ich höre es immer wieder von Leuten, die nicht auf Zahlen kommen: Oh, ich habe keine Motivation, keine Motivation. Denn ich weiß nicht warum, aber heutzutage leben wir in irgendwie so einer Gesellschaft, die so eine Krankheit hat, so nach dem Motto: Motivation wäre etwas Magisches, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Aber lass dir gesagt sein, du brauchst nicht die Motivation, sondern du brauchst die Disziplin und das. Einfach die Disziplin, morgens aufzustehen, ob du Bock hast oder nicht, und einfach durchzuziehen. Ja, der nächste Punkt ist Angst, keine Verträge zu schreiben oder so Sätze wie heute bitte keine Null.
Und die Angst, keine Verträge zu schreiben, kann viele auch sehr, sehr lähmen. Ja? Also das heißt, wenn man sich überlegt, okay, heute gehe ich ins Gebet und gestern hatte ich vielleicht 5 oder 10 Verträge, schaffe ich das heute wieder? Oder oh, schaffe ich das überhaupt, die Verträge zu schreiben? Und ich weiß noch damals am Anfang, wo ich im Door-to-Door gestartet habe, damals haben wir noch mit Papieraufträgen gearbeitet, hatten die anderen schon so dicke Ordner, die schon so dick waren mit so einem Papierstapel. Und ich dachte mir, oh Gott, wie kann man denn so viele neue Kunden aufnehmen? Oder das sieht dann natürlich so viel aus. Aber wenn du Stück für Stück einfach was tust, jeden Tag 2, 3, 4, 5 oder mehr Verträge schreibst, kommt das ganz automatisch, dass du am Ende des Monats so einen dicken Stapel hast. So, oder halt natürlich im Tempel viele Aufträge hast, weil es sich natürlich summiert. Und hier kommt auch wieder dieser schöne Spruch, ja, Kleinvieh macht auch Mist. Also wenn du täglich einfach sammelst, gewinnst du damit eine große Anzahl an Neukunden. So, und das heißt, wenn du diese Angst hast, keine Verträge zu schreiben, was kriegst du dann vom Leben? Weil du bekommst immer das, was du fühlst und was du dir wünschst. Du bekommst keine Verträge zu bekommen. Denn die Energie, die du raussendest, ist ja: Ich habe Angst, keine Verträge zu schreiben. Und denn, wenn du daran denkst, denkst du ja nicht dran, wie du mit Massen an Verträgen nach Hause gehst, glückliche Kunden hast, voll happy bist und einen großen Scheck bekommst, sondern du denkst daran, oh, heute laufe ich im Gebiet rum und ich habe keinen Vertrag. Dann muss ich meinem Agenturleiter oder meinem Teamleiter schreiben, oh, ich habe heute eine Null, dann werden mich alle auslachen und nach Hause gehe ich und dann ist meine Familie enttäuscht und dann am Ende habe ich wieder kein Geld und bla. Daran denkst du ja. Und damit kreierst du es ja, visualisierst du es und ziehst du es an und bekommst dann keine Verträge. So, wenn du natürlich visualisierst, heute wird ein geiler Tag, schreibe heute viele Verträge, was bekommst du dann? Viele Verträge. Klar ist es jetzt nicht, dass du das einmal denkst und das kommt sofort, weil die meiste Zeit denkst du ja negativ. Und das heißt, ein negativer Gedanke hat mehr Kraft, als wenn du jetzt irgendwie einmal was Positives denkst. Und du wirst sehr wahrscheinlich mehrere 10.000 Male diesen Gedanken sehr negativ gedacht haben. Also warum soll jetzt irgendwie ein Wunder passieren, weil du einmal positiv denkst, dass sich was verändert? Positiv denken ist genauso wie negatives Denken erlernt. Und hey, wenn du jetzt einmal reinspürst, positiv denken fühlt sich geiler an als negativ denken, dann hinterfrag dich mal, warum du noch negativ denkst, noch so eine negative Einstellung hast. Und vielleicht nimm dir mal heute vor, mal auf deine Gedanken zu achten und mal zu zählen, wie oft du wirklich negativ denkst. Denn die Coaching-Kunden, die diesen Mindset-Switch gemacht haben, von es kann nach hinten losgehen zu es kann auch nach vorne losgehen, sind die, die in wirklich geile Zahlen reingekommen sind, die wirklich auf tagtäglicher Basis zu schreiben. Und dann haben wir natürlich auch den Punkt, die Angst, den Pitch richtig vorzutragen oder die Angst, auch die Körpersprache richtig auszuleben und zu zeigen, viele stehen ganz angsterfüllt vor der Tür, zittern vielleicht in ihrer Aussprache und haben riesen, riesen Angst, dass der Kunde merken kann, dass sie vielleicht gerade neu sind, dass sie Unsicherheiten haben, dass sie den Pitch, die Einwandbehandlung noch nicht so richtig können oder unsicher in ihrer Körpersprache sind. Und hier haben wir ein sehr interessantes Phänomen, weil wir glauben nämlich, dass die anderen wüssten, wie das genau alles funktioniert. Und ich meine, glaubst du, der Kunde an der Tür weiß zu 100%, wie der Pitch funktioniert und weiß zu 100%, wie die Einwandbehandlung funktioniert? Natürlich nicht. Ja, es ist genauso wie du sehr wahrscheinlich nicht weißt, wie man, keine Ahnung was, eine Weltraumrakete zusammenbaut. Ja, da kann dir auch jemand, wer weiß was, erzählen und du müsstest es ihm einfach glauben, weil du nicht weißt, wie es wirklich funktioniert. Oder wenn du zum Zahnarzt gehst, der kann dir alles Mögliche erzählen, irgendwelche Namen vorgeben. Und wenn du dich noch nie mit dem Thema beschäftigt hast, dann wirst du es ihm glauben müssen, wenn du ihm vertraust, aber du kannst es nicht prüfen. So, und genauso, warum glaubst du denn, dass die Kunden an der Tür wissen, was du jetzt eins zu eins sagen musst? Und wenn du einen Fehler machst, glaubst du, dass die Kunden wissen, dass du jetzt einen Fehler gemacht hast? Die Kunden wissen nur, dass es ein Fehler ist, was du gemacht hast, indem du ihnen zeigst, dass es ein Fehler ist, den du gemacht hast. Denn indem du zum Beispiel ja stotterst, indem du Unsicherheit zeigst, indem du so, ah nee, so, du weißt ja, du kennst ja die Gefühle. So, erst dann spüren sie, merken sie und sehen sie, dass du was falsch gemacht hast. Wenn du es aber überspielen würdest, überlächeln würdest oder einfach so nach dem Motto, hey, shit happens, ich mache halt Fehler, weitergehst, dann ist das kein Problem. Ich weiß noch damals, wo ich an der Tür war und auch Fehler gemacht habe am Anfang, vielleicht Sachen falsch ausgesprochen habe, Sachen im Pitch aus und durcheinander gebracht habe, habe ich gesagt, ja, bitte entschuldigen Sie, ich bin noch neu. So, und das war nie ein Problem. Sondern ich verstehe nicht, warum heutzutage dieses Riesenproblem in der Gesellschaft ist, dass irgendwie alles perfekt sein muss, alles muss super sein und man schämt sich so extrem doll für Fehler, die man gemacht hat. Weil nur aus Fehlern lernst du ja und du musst ja Fehler machen, damit du lernst, wie es richtig geht. Und für mich war das nie ein Problem zu sagen, hey, ich bin neu, deswegen habe ich einen Fehler gemacht. Und das Ding ist halt, die Wahrheit ist auch,
es kommt viel ehrlicher, besser, authentischer rüber. Weil überleg mal, wenn jemand vor dir steht und er sagt ganz ehrlich und offen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, das zu korrigieren, findest du die Person sympathischer, als wenn du genau weißt, dass sie einen Fehler gemacht hat, sie aber so tut, als ob sie den Fehler nicht gemacht hat oder am schlimmsten dir noch das in die Schuhe schieben will und dir unterstellen will, du hättest den Fehler gemacht und deswegen wäre das passiert. Ja, der nächste Punkt ist, unsauber eine Tür zu verkaufen und zwar mit Lügen, ja. Ich meine, das haben wir schon oft genug thematisiert, irgendwelche dummen Geschichten an der Tür zu bringen. Ja, es muss jetzt gemacht werden, es wird umgestellt, ich muss jetzt hier einmal rein, um irgendwas Elektronisches zu prüfen oder was auch immer. Das sind einfach Fehler. Die Kunden merken das auch. Wenn sie das nicht genau auf den Punkt bringen können, sie spüren, dass irgendwas Komisches gerade im Gange ist, weil du hast ja auch so eine komische Ausstrahlung, dann so von, okay, ich mache jetzt hier irgendwas, was nicht so richtig korrekt ist. So. Und das kann sehr, sehr oft dazu führen, dass du einfach nicht zu den Zahlen kommst und ins Schreiben kommst. Und selbst wenn du vielleicht so jemand bist, der richtig gut im Lügen ist oder vielleicht so eklig ist und kein Gewissen hat und der Meinung ist, es ist mir doch scheißegal, Hauptsache ich verdiene die Kohle, ist mir doch egal, was mit den Menschen passiert, dann wirst du aber eine sehr hohe Stornoquote haben und es fliegt immer auf einen zurück. So, und das ist natürlich der Punkt dann auch, warum du nicht in gute Zahlen schreiben kommst. Und irgendwann noch, wenn du jetzt das wegdrückst, dieses Verhalten, wird es irgendwann früher oder später auf dich zurückkommen und die Schuldgefühle werden dich sehr, sehr stark erdrücken, weil ganz oft ist es so, dass man in der Jugend nicht wirklich merkt, was für Auswirkungen das hat und für Ausmaße das hat, was für ein Verhalten man jetzt hat. Aber ethisch unkorrektes Verhalten, weil der Mensch ist einfach ein Gemeinschaftstier, ist ein soziales Wesen, wird dich in einem späteren Zeitpunkt mit sehr starken Gewissensbissen einfach treffen. Und das ist genau das, was die Kunden spüren. Und das wirst du dann einfach merken, warum du nicht auf Zahlen kommst. Und lass dir gesagt sein, es geht sauber eine Tür zu verkaufen, es geht sauberes Verkaufen. Du musst einfach nur wissen, wie. Und ich meine, hey, ganz ehrlich, eine hohe Quantität und Qualität mit einer geringen Stornoquote zu erzielen, mit ethisch korrekten, guten Verkaufen, dass der Kunde einen Mehrwert hat und dass du dich abends geil fühlst und langfristig auch geil fühlst, ist doch tausendmal geiler, als irgendeinen Scheiß zu erzählen, oder? Oft ist das größte Problem auch auf Termine reinzufallen. Also im Glasfaser natürlich zu sagen, ja, wir pitchen jetzt erstmal auf einen Termin, den man dann macht und wo man dann zum Termin kommt und der Kunde nicht da ist oder sich es doch anders überlegt hat, doch nicht will, was auch immer, ja. So, damit kommt man natürlich nicht zum Abschluss. Wenn du überlegst, du bist an der Tür, um Termine zu machen, um danach dann, dass viele Termine nicht stattfinden oder die Termine nochmal zu machen, arbeitest du doppelt und dreifach und bist zeitlich nicht so effizient, dass du einfach die Anzahl an Neukunden, die Schlagzahl, die es braucht, um einen hohen Check zu bekommen, generieren kannst. So, und natürlich ist hier auch der Punkt, der damit Hand in Hand geht, die Lügen der Kunden zu glauben. Jeder hat einen Verkäuferschutz, was ganz normal ist, weil leider viel Schindluder in der Vergangenheit mit dem Thema Verkaufen, besonders in Deutschland, getrieben wurde. Und deswegen ist der erste Gedanke, verkaufen, oh nee, da will jetzt jemand an mein Geld ran, da will mir irgendjemand was Unsinniges aufquatschen. Und hier ist der wichtige Punkt, die Menschen hassen es, etwas verkauft zu bekommen, sie lieben es aber zu kaufen. Weil hey, wer liebt es nicht, auf Amazon irgendwie rumzuscrollen, irgendwas zu shoppen, wenn die Pakete kommen, neue Sachen, neue Outfits zu holen oder irgendwo, keine Ahnung was, in der shoppen zu gehen, tolle Sachen zu haben. Also das heißt, was zu kaufen ist grundsätzlich nicht das Problem, sondern etwas shady, lügerisch verkauft zu bekommen, das ist das Problem. So, und das heißt, die Menschen bringen am Anfang natürlich viele Einwände, viele Lügen oft, die sie haben. Und ganz am Anfang klingen die alle total real, weil wir Menschen sind sehr, sehr gut im Lügen geworden. Jetzt wird der ein oder andere sagen, oh, was, ich lüge nicht. Aber klar, wenn es dir zum Beispiel nicht gut geht und jemand fragt, hey, wie geht's dir? Das ist ja schon die erste Lüge, die oft passiert. Ja, mir geht's super, alles gut, ne? Weil man vielleicht gerade keinen Bock hat zu reden, ja, und es ist ja auch legitim, dass man nicht immer alles direkt sozusagen auf dem Silbertablett servieren muss. Aber zum Beispiel, wenn es so geht, so mit Lügen, ja, ich will heute nicht rausgehen oder ich habe keinen Bock oder nee, ich habe was anderes vor. Das sind ja schon diese Lügen, wo es anfängt. Und die Menschen werden halt immer besser zu sagen so, ja, ich habe jetzt keine Zeit oder kein Bock, das ist ja wenigstens keine Lüge. Und es klingt dann wirklich so, als ob es die Wahrheit wäre und als ob sie wirklich keine Zeit haben oder die Einwände klingen wirklich so. Wenn du aber zum Beispiel dann eine sehr gute Einwandbehandlung machst und einfach hartnäckig dranbleibst, also positiv hartnäckig, ohne jetzt, ne, weißt, was ich meine, aus der Bahn rauszufallen, dann kommst du auch zum Ziel, weil dann kannst du so dem Kunden den Mehrwert wirklich aufzeigen und ihm eine andere Perspektive aufzeigen. Und so kannst du dann dem Kunden helfen und so bekommst du dann auch dein Abfallprodukt, also den Vertrag, der davon abfällt.
fällt, wenn du eine gute Beratungsleistung gemacht hast. Und das ist der Fehler, dass die meisten Leute, die meisten Verkäufer wirklich die ersten Einwände oder sowas glauben von den Kunden und damit gar nicht weitergehen und natürlich dann immer noch hoffen, dass in dem Termin, wenn sie da hinfahren oder so, das dann klappt. Wir haben das immer wieder erlebt bei Mitarbeitern, die bei uns waren, dass sie gesagt haben, okay, heute habe ich 2 Verträge, aber ich habe ganz viele Termine für morgen gemacht, die wollen das auf jeden Fall machen. Und obwohl wir immer wieder gesagt haben, dass das nicht wirklich gut funktioniert, mussten dann die Leute meistens die eigenen Erfahrungen machen und erstmal dorthin fahren, um dann zu merken, okay, es hat doch nicht so geklappt, weil auch egal wie hoch und heilig die Leute versprechen, morgen auf jeden Fall um die und so Uhrzeit klappt, dann habe ich alles rausgesucht und gemacht, ist es in 99% der Fälle einfach nur eine Ausrede, um nicht loszuwerden, um sich damit auch weiter nicht zu beschäftigen. Denn das größte Problem, was wir heutzutage haben, ist die Aufmerksamkeitsspanne. Die meisten Leute schaffen sich nicht mehr länger als irgendwie 5 Minuten mit dem Thema intensiver zu beschäftigen, weil einfach diese Aufmerksamkeitsspanne durch das Social-Media-Leben total abgenommen hat. Und für viele ist das geistig einfach total anstrengend, sich auf ein Gebiet neu einzulesen, neu einzubeschäftigen und einfach dann auch vor allem eine Entscheidung zu treffen, wenn sie Fehler machen könnten, weil sie sich einfach damit nicht wirklich auseinandersetzen. Und hier ist deine Aufgabe als Verkäufer, wirklich selbstbewusst souverän den Kunden durchzuführen und ihm auch die Einwandsbehandlung richtig korrekt und im hohen Level einfach zu geben, damit er so endlich eine gute Entscheidung treffen kann und ein gutes Produkt bekommen kann oder auch den Abschluss zu machen für etwas, was er sowieso in der Zukunft braucht. So, das war jetzt mein kleiner Auszug aus den Mindset-Blockaden, aus den Themen, die ich immer wieder bei uns im Coaching höre, die Leute daran wirklich hindert, in die High-Performance reinzukommen, wirklich hohe Zahlen an der Tür zu schreiben. Wenn du deine Mindset-Blockaden auch lösen möchtest, dann würde ich dir sehr stark empfehlen, zu uns ins Coaching zu kommen und zu den Mindset-Calls, die wöchentlich stattfinden, um diese Blockaden zu lösen. Denn oft ist es manchmal einfach wirklich nur eine Mindset-Blockade, die einen wirklich daran hindert, um ins geile Schreiben reinzukommen, um so einfach ja, die Veränderung, die du dir wünschst, zu bewirken.